Deutsche Sanges- und neuseeländische Tanzkunst gab es am Samstag auf dem Gelände des SC 80 Frankfurt zu bestaunen. Im Anschluss wurde das Testspiel zwischen der deutschen Rugby-Nationalmannschaft und den New Zealand Ambassadors zu einer echten Wasserschlacht. Den deutschen Teamverantwortlichen war das schlechte Wetter von dem anstehenden Rückrundenauftakt im European Nations Cup gar nicht mal so unrecht. An diesem Wetter, das war schwer, für uns auch mit Ball in Hand, aber ich glaube, wir spielen das nächste drei Spiele auch in diese Winterwetter so. Das ist gut, dass wir das heute gemacht haben. Die neuseeländische Auswahl, die sich aus Spielern zusammensetzt, die in Deutschland und Europa aktiv sind, ging durch einen verwandelten Strafkick mit 13-0 in Führung. Das deutsche Team ließ sich davon aber nicht beeindrucken, legte einen Versuch und nutzte auch die anschließende Erhöhung zur 7-3 Pausenführung. In Führung liegen die Deutschen derzeit auch in der B-Gruppe des European Nations Cups. Weiter geht es hier am 26. Oktober mit dem Spiel in der Ukraine. Die Rückkehr in die A-Gruppe hat sich die Mannschaft zum Ziel gesetzt. Ja, das ist unser Ziel, aber wie ich gesagt habe, ich glaube, wir haben noch sehr harte Arbeit. Wir spielen das erste Spiel am 26. Oktober in Ukraine und ich glaube, das ist dann richtig schwer. Dann gegen Polen und Moldawien, das ist nicht einfach. Also, ja. Wir haben noch einen schweren Part, schweren Weg. Aber ich glaube, wenn wir richtig arbeiten in der nächste Woche, dann wir können das schaffen. Ja. Die zweite Hälfte des Testspiels brachte neben dieser Einlage zwei weitere Versuche für die deutsche Mannschaft. Benjamin Sim und Phil Chesney waren von den Neuseeländern, die immerhin den früheren Nationalmannschaftskapitän Tane Randall aufgeboten hatten, nicht zu stoppen. Hieß es am Ende für die deutsche Mannschaft. Trotz des klaren Erfolgs war der Bundestrainer nicht restlos zufrieden. Wir können nicht zufrieden sein mit dem Spiel. Ich glaube, wir haben zu viele Fehler gemacht, aber wir haben in die Woche richtig hart an die Verteidigung gearbeitet und ich denke heute, wir haben das erste Mal in drei Jahren, das ist das vierte Mal, dass wir gegen die Ambassadors spielen und keinen Versuch gegen uns bekommen und das ist sehr wichtig auch. Was habt ihr euch dieses Jahr noch vorgenommen? Ziel auf jeden Fall Aufstieg, jedes Spiel zu gewinnen. Mehr gibt es nicht zu gewinnen. Ja, war das.